erstmal einen schönen Lavendelmate statt Kaffee heute, weil er länger wach halten soll und ich fit bleiben möchte. Ich bin gerade aufgestanden und noch total müde, aber ich habe heute einen eher langen Tag vor mir. Das Auto ist jetzt gepackt mit 2 Harfen, ewig viel Umziehgewand, Brotzeit, Noten, Notenständer, Stimmgerät, Stimmschlüssel, was man braucht, Ersatzseiten für 2 Harfen. Und ich starte jetzt nach Niederbayern, um die große Harfe erstmal in den Saal zu stellen. Nächste Etappe ist geschafft. Im wunderschönen Schloss Neufern habe ich jetzt die große Harfe abgeliefert und werde mich jetzt auf den Weg in den Olympiapark nach München begeben. So, dala. Gelandet im Olympiazentrum und es war ein mega Tohuwabohu jetzt mit der Parkerei und mit dem Herfinden und mit der Parkgenehmigung und was weiß ich alles. Also übel, übel, übel. Und ja, ich hasse München. Ich liebe München. Jetzt bin ich hier kurz vor dem Backstage-Bereich und schauen wir mal, was dann hier so auf mich zukommt noch. Und dass ich auch pünktlich wieder wegkomme. So. Ich liebe es. Ich bin jetzt hier in der Olympiahalle, wo gleich diese Leichtathletik-EM anfängt und Hammer, also Respekt, was die Mädels da unten gerade leisten. Respekt. Ich bin froh, dass ich nur Harfe spielen muss. Ja, und natürlich ist klar, dass ich jetzt doch umparken muss. Wer hätte es vermutet? Nach einem Husarenritt vom Münchner Olympiazentrum wieder zurück nach Neufahren bin ich jetzt angekommen hier. Ich merke jetzt deutlich, dass ich total K.O. bin schon durch diese ganze Münchenfahrerei und Sucherei. Und ja, jetzt werde ich allmählich mal auspacken und werde mal reingehen, mal die Lage checken und meine Noten herrichten, Harfe stimmen. Und dann wird ein Konzert gespielt. Alle Harfen verstaut, alles gut geklappt, ich war überall pünktlich, das war meine Hauptangst, habe überall hingefunden und alles gut gespielt, alles funktioniert und jetzt kommt das Beste am Tag, nämlich die Heimfahrt. Jetzt ist es 2:30 und ich genieße noch einen kleinen Absacker mit meinen Tieren, meinem Hund und meiner Katze Emily. Gute Nacht.